Moin Leute, Moin. herzlich willkommen auf unserem Kanal Mathe leicht gemacht. Im letzten Video der Playlist Satz bis Darüber haben wir uns angeschaut, wie wir einen Abstand zwischen zwei Punkten berechnen können. In diesem Video gehen wir noch einen Schritt weiter und schauen uns an, wie das auch im negativen Bereich ist. Das heißt, wenn ein Punkt auch im negativen Bereich sein kann. Oder beide, ne? Oder beide, genau. Auch das kann man einmal anhand von so einer Zeichnung lösen oder man kann das rechnerisch machen. Wir zeigen euch wieder beide Vorgehensweisen. So, wenn wir jetzt zwei Punkte haben, A und B, können wir da das rechtwinklige Dreieck draus ergänzen und können wir die Strecken 1 und 3 ganz einfach ablesen. Nun können wir das Ganze aber auch noch rechnerisch machen. Wenn ihr keine Lust auf die Zeichnung habt. Genau, ja, dann können wir das rechnerisch machen, indem wir einfach die Differenz der x-Werte nehmen und die Differenz der y-Werte. Was ist jetzt die Differenz? Wir schauen uns einmal mal an. Wir ziehen also den einen x-Wert von dem anderen x-Wert ab. Das heißt, wir haben hier minus 2 und ziehen davon den anderen Wert ab. Minus 2 minus, das ist abgezogen, und der Wert ist minus 3. Das heißt, das Minus wird mitgenommen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass das Minus mitgenommen wird. Denn minus 3, minus 2, minus 3 ist also plus 3. Minus 2 plus 3 ist 1. Kommen wir noch einfacher drauf. Ne? Im Endeffekt überlegt man sich, der Abstand von minus 2 zu minus 3 ist 1. Genau. Aber das ist nun mal auch richtig aufgeschrieben. Die Werte können ja auch irgendwann komplizierter sein. Genau, und dann braucht man diese Differenz schon. Genau, und wenn wir jetzt hier rechnen, 1 minus minus 2, das gleiche wie 1 plus 2 ist 3. Ja. So, und jetzt haben wir einmal rechnerisch und einmal zeichnerisch unsere beiden Katheten, unsere beiden kurzen Seiten berechnet. Und jetzt können wir den Satz des Pythagoras ganz einfach anwenden. Die Hypotenuse ins Quadrat, also die längste Seite ins Quadrat, die rote Seite ins Quadrat, ist das gleiche wie die beiden Katheten, die beiden kurzen Seiten ins Quadrat. Also die blaue Seite ins Quadrat, 1 ins Quadrat, plus grüne Seite, plus 3 ins Quadrat. Setzen wir das ein, schreiben wir das noch, weil achten bitte auf die richtige Schreibweise. Das ist die Strecke AB. Der Strich darüber heißt, dass wir die Strecke dazwischen berechnen. Und die Betragsstriche bitte nicht vergessen. Die Striche, das heißt Betrag, ich gucke mir die Länge an von der Strecke. Ja? Genau. Das ins Quadrat ist gleich und hier ins Quadrat. Genau. Wenn wir 1 ins Quadrat plus 3 ins Quadrat rechnen, sind wir bei 10. Und jetzt müssen wir noch die Wurzel ziehen. Kennen wir auch noch aus dem letzten Video. Wir kriegen Quadrat weg, indem wir diese Gegenoperation machen, nämlich die Wurzel ziehen. Das heißt, die Wurzel von 10 ist dann 3,1. Das heißt, diese Strecke ist 3,16. Genau. Jetzt zeige ich euch noch ein anderes Beispiel, bevor ihr eine Aufgabe rechnen könnt. Und zwar, wenn es ein bisschen komplizierter ist, seht ihr, so wie hier. Und jetzt ist die Frage, was rechne ich denn eigentlich minus was? Rechne ich das minus das oder rechne ich das minus das? Also die x-Werte. Ist die Reihenfolge wichtig? Und ich sage euch, es ist unwichtig. Zeige ich euch mal hier. Wir rechnen zum Beispiel minus 7 minus 5. Ja? Bin ich bei minus 12. Jetzt kommt hier was Negatives raus. Also bei minus 12 ist aber egal. Werdet ihr gleich sehen. Jetzt mache ich hier auch die Differenz, ne, von den Werten. Und hier, ja, muss ich jetzt rechnen, 12,5 minus, weil ich ja die Differenz haben will. Und ich will das von der minus 8,6 haben. Also minus und minus sind plus, bin ich bei 21,1. Ihr seht, das im Kopf zu machen, hier kann man schon mal leichter einen Fehler machen, das im Kopf zu machen. Deswegen, wenn ihr es in Taschenrechner eingebt, müsst ihr es halt so in Taschenrechner eingeben. Ja. Also habe ich hier, das ist meine andere Kathete, die andere kurze Seite, wenn sie recht lang aussieht mit 21. Jetzt habe ich hier meine beiden Seiten. Das kann ich jetzt einfach einsetzen in den Pythagoras. Und wichtig ist jetzt hier, minus 12 muss ich in Klammern setzen und das wird quadriert. Wenn ich minus 12 quadriere, bin ich nämlich bei einer positiven Zahl. Minus 12 mal minus 12 sind plus 144. Könnt ihr im Taschenrechner eingeben, aber minus mal minus ist plus. Und hier kommt was Positives raus. Hier kommt sowieso was Positives raus. Das gebe ich beides in den Taschenrechner ein, kriege einen Wert raus und der Wert ist, was sagt der Taschenrechner, 589,2. Und am Ende einmal muss ich nochmal die Wurzel ziehen, das wisst ihr, damit das Quadrat hier drüben wegfällt. Und dann habe ich sozusagen meine Länge von 24,3 Metern. Und das ist die längste Seite, das ist meine Hypotenuse. Ja. Ja, jetzt haben wir viel erklärt und hoffe, ihr habt ein bisschen was verstanden. Das könnt ihr jetzt hier einmal anwenden. Wird morgen pausiert. So, hier haben wir die Aufgabe. Wir können es, wie gesagt, rechnerisch oder zeichnerisch machen. Wir zeigen euch wieder beide Varianten. Wir machen es einmal kurz rechnerisch, einmal die Abstände berechnen. Wir haben hier den x-Wert 3 und hier den x-Wert minus 2. Das heißt, wir rechnen 3 minus minus 2 ist 3
plus 2 ist 5. Und dann rechnen wir noch minus 2, minus 2, minus 4. So. Aber auch nochmal zeichnerisch den ganzen Bums. Ne? Also hier haben wir die beiden Punkte eingezeichnet und können ablesen. Das ist die Strecke 5, wie wir auch gerade gesagt haben. Und das hier ist die Strecke 4. Wir haben zwar gerade minus 4 rausbekommen, aber wir haben euch ja davor erklärt, dass das Vorzeichen nicht so wichtig ist. Weil es wird ja quadriert. Ne? Minus 4 mal minus 4 ist auch 16 und 4 mal 4 ist auch 16. Hier haben wir unseren rechten Winkel, das heißt Hypotenuse ins Quadrat, rote Strecke ins Quadrat ist gleich die beiden Katheten, die beiden kurzen Seiten ins Quadrat. Und die rote will ich haben, ne? Genau. Ja, setzen wir ein. Schreibweise haben wir jetzt schon oft genug erklärt. Dann geben wir das in den Taschenrechner ein. Jetzt nochmal die Wurzel ziehen bitte. Und dann kommen wir darauf, dass die Strecke AB halt 6,4. Genau, der häufigste Fehler, der gemacht wird, ist, dass zu früh die Wurzel gezogen wird. Ja, die Wurzel wird erst am Ende gezogen, seht ihr hier. Ja? Erst addieren, erst zusammenrechnen und am Ende bitte einmal die Wurzel ziehen und dann habt ihr das Ergebnis raus. Das wird oft vergessen und da werden leider Punkte verschenkt. Ihr macht es hoffentlich nicht. Gut, Leute, das war's mit dem Video. Bis jetzt haben wir uns immer angeschaut, wie das aussieht, wenn die Hypotenuse gesucht ist, also die längste Seite. Im nächsten Video schauen wir uns das mal an, wenn die kürzere Seite gesucht ist. Also bis dann, ne? Ciao. Ciao.